Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folge 57 von Horizon Forbidden West in der Complete Edition. So. Ich vertrete mir gerne mal die Beine, da drin war es echt zu eng. Oh. Ja, okay, Erend und Wahl wollen los, ich auch, Abflug. Da ist sie ja. Kann es dann losgehen? Gehen wir. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. Oder interessant. Erend hat Spaß, der ist geil zu kämpfen, zu prügeln. Aloy will lieber alleine sein. Kann ich verstehen. Ich auch. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Abschaum. Was ist das? Was zum Henker? Besonders Serien Ralf sieht mir die Erfindung aber nicht aus. Val, sieh nach, ob da drüben etwas ist. Bin dran. Wir sehen uns das Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Szene. Wie hoch? Nun, es gibt offenbar noch mehr Seen jetzt, als wir dachten. Und hier du oben. Ist tatsächlich einen besiegt. Hätte es fast nicht überlebt. Darf ich jetzt? So. Hier oben waren wir schon einmal. Könnt ihr euch noch erinnern? Vor 3 Folgen? Auf jeden Fall sieht sie so ziemlich tot aus. Irgendwie konnten die Rebellen. So, entschuldigt das Unterbrechen, aber ich musste gerade niesen und da ist mir die Idee gekommen, das doch bitte als Thumbnail einstellen zu wollen. Ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Offenbar konnte sie sie kommen und gehen lassen. Aber jetzt ist sie weg. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Also, ich rekapituliere mal. Die haben irgend so eine Knarre da oben erfunden, was sogar hier diese Horrormaschinen platt macht, diese Phantoms. Und das ist eine Meisterleistung für ein primitives Erdenvölkchen. Dieses Phantom hatte Anweisungen, beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Okay, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Wir haben hier hinten auf jeden Fall einen toten Verwüster liegen. Wer den wohl geplättet hat? Ich habe irgendwie so das Gefühl, das Ding werde ich noch brauchen oder gebrauchen können. Weil es ist halt irgendwie immer noch so Arena-lastig hier oben. Ich kann mir da auch nicht sonderlich helfen. Verbena. Wer ist denn Verbena? Was ist denn eine Verbena? Okay, gucken wir doch mal, was wir hier haben. Oh, noch ein Blümelein.
Nehmen wir mal mit. Ich habe nur noch 8 von 12. Blume nicht existent. Gut. So, da haben wir noch was. Hier oben haben wir was. Da. Gucken wir mal. Hier hatten die Rebellen wohl länger ein Lager. Haben Sie die Gegend beobachtet? Man muss vorbereitet sein. Ja, ich glaube schon, dass sie die Gegend beobachtet haben. Glaube ich sogar ziemlich genau, und da hinten scheint es auch reinzugehen. Ich wette mit euch, die haben das Signal abgefangen, was Gaia abgefangen hat. Einer der Söhne des Prometheus, die für Silence arbeiten. Offenbar hat sein Fokus Daten über die Waffe an jemanden gesendet. An die Person, die Silence versteckt. Oh. Oh. Die Waffe ist noch heiß. Ich muss herausfinden, wie sie funktionierte. Aber vorher muss sie abkühlen. Okay. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Ich sollte zurück zu Erend. Ah, wusste ich doch, dass hier oben noch irgendwas ist. Guck mal. Achtung, ich komm runter, Erend. Fang mich auf. Mit deinem Schnauzbart. Also, Seherin des Verborgenen, was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager, da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Osaram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, als es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Das Ziel? Ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen? Luthier? Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Ich würde mir so den Arsch wegfrieren, wenn ich Aloy wäre. Ich würde so harte Nippel haben hier oben. Wahnsinn. Ich meine, ich habe jetzt das Wochenende über Fieber gehabt, aus dem Nichts kommend, einfach so. Und habe noch immer ziemliche Nackenschmerzen und kann seit 4 Tagen nicht schlafen, aber trotzdem. Und Aloy steht hier komplett frei, also so leicht bekleidet, weißt du? Na, ich weiß auch nicht. Okay. Da geht's tief runter. Irgendwas hat sich in den Berg gegraben. Sieht frisch aus. Was auch immer das war, es war sehr mächtig. Die Zenith, die die Rebellen töteten, hatte ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Erend, du bleibst hier und passt auf. Die Zenith ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay, wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Ich will hier nicht runter. Ich habe nicht genügend Munitionsreserven. Na, man gehört sicher sonst nichts. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Eine Ruine. Du sagtest, die Zeniths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthia her. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Vielleicht. Was auch immer hier, was auch irgendwie gemacht hat.
Es hat tatsächlich dafür gesorgt. Warte mal, wir gucken gleich darunter, wo Wahl stand. Es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass. Dass Gestein schmilzt. Schlacke. Guck mal. Ich will mal gucken, was hier unten ist, was uns hier erwartet. Außer Strom. Wahrscheinlich ja nichts. Nee. Gut. Dann wollen wir da hindurchgehen. Ich habe irgendwie jetzt schon so das beklemmende Gefühl, dass ich hier nicht sein möchte. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Ob das so eine gute Idee ist, wenn hier schon eine Zenith war. Wir sind damals nicht gegen angekommen und haben fast mit unserem Leben dafür bezahlt. Oh, warte mal. Zugriff auf Speichereinheit, Datenübertragung eingeleitet. Okay. Entweder war das erst vor kurzem oder ist schon länger her. Oder ich bin per Pipe und kriege nicht mit, dass es erst vor kurzem war, weil ich irgendwas überlesen habe, gerade eben. Aha. Okay, wir sollen also hier hin. Ich möchte aber erstmal überall woanders hin. Was bist du denn? Ach, du bist ein Sender. Wie kommst du hier rein? So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Aha. Also irgendwas ist hier drin. Sonst würde das Teil von diesem Zenith da ja nicht hier mit auftauchen. Entweder das oder wir haben es mit Sailor Moon zu tun. Ich weiß auch nicht. Zenith Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Die Luthia ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Aber warum haben die Zeniths dann nach dem Ziel gesucht? Sehen wir uns weiter um. Ich habe die Befürchtung, dass das weiter Umsehen durch diese Tür führt und ich möchte da irgendwie nicht durch. Ich bleib noch immer bei meiner Sailor Moon-Theorie. Und wieder erkunden wir eine Far-Zenith-Ruine. Mhm. Wenigstens scheinen dieser keine Killermaschinen zu sein. Noch nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder etwas, das du hochjagen kannst. Irgendetwas stimmt hier nicht. Da kannst du mir erzählen, was du willst, Val. Da kann mir jeder von euch erzählen, was er will. Irgendwas ist hier nicht so ganz knusprig. Die Anlage ist, die ist aktiv. Und ich frage mich, wieso diese Anlage aktiv ist. Okay, hier ist aber nichts. Aloy, nicht so sportlich. Oh Junge, wir müssen hier runter. Ich möchte nicht. Okay, anscheinend hier links durch. Oder doch eher hier hoch. Ja, da geht es auch hoch. Was haben wir denn hier hinten noch? Alles Kiste. Okay, wir gehen erstmal hier vorne in die Tür rein. Wir schauen mal, was wir hier haben. Ich hoffe, so ein kleines Räumchen. Jawohl. Alter, erstmal hier. Song Zhao an FZ-Forschungsteam, also Far-Zenith. So, betrifft neue Prioritäten. An alle. Wie ihr zweifellos mittlerweile gehört habt, haben wir unseren hellsten Stern verloren. Die Ektogenese-Forschung für die Odyssee lag Peter besonders am Herzen. Und im Namen des neuen Hohen Rats möchte ich euch allen für eure Arbeit und für die großen Fortschritte in den letzten Jahren danken. Doch während wir um unseren Gründer trauern, müssen wir unseren Blick auch auf die strahlende Zukunft lenken, die vor uns liegt. Demzufolge werden wir die Projektprioritäten neu ausrichten.
In den nächsten Tagen erhaltet ihr einen Überblick über die spannenden Entwicklungen bei den Forschungen zur Lebensverlängerung in unseren Anlagen in Tokio und Lagos. Danach werden euch neue Aufgaben zugewiesen. In der Zwischenzeit sollten alle Ektogenesekammern eingelagert werden. Wendet euch bei Fragen bitte an eure Projektleitung. Ja, gerade beim Vorlesen und Fussel im Maul gehabt, war das ein dämliches Gefühl. So, hier werden Daten berechnet oder sowas, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall... All dieses Zeug, ich frage mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich Falsinith kenne, haben sie hier Erstaunliches entdeckt. Zu ihrem eigenen Nutzen. Ja, das klingt wahrscheinlich. Hast du genaueres über das Ziel erfahren? So, wir haben... Beschädigtes Datenprotokoll. Ist deutlich verbessert, was die Zeit zwischen den Nachbesserungen verkürzt. Die kommerziell verfügbare Behandlungen wie Osmanthus... Rejuve-Gene erfordern. Was Maliks Team angeht, die jüngsten Ergebnisse ihrer Neurophysiologie-Experimente wirken vielversprechend. Und mit den zusätzlichen Daten aus unseren Anlagen in Tokio scheinen wir die erste Generation funktioneller Implantate näher zu kommen. In der Zwischenzeit haben unsere Freunde aus Zürich ihre Erkenntnisse über WWE geschickt. Gemischte Ergebnisse. Ein paar vielversprechende Möglichkeiten. Aber alles, was einer echten digitalen Transzendenz nahe kommen könnte, scheint noch Jahrzehnte entfernt zu sein. Wenn ich sogar... Daten beschädigt? So. Ich glaube nicht. So, Valium, ich komme. Los, raus hier. Ist ein bisschen zu feucht, das Klima. Kriegt man ja Lungenherpes. So. So. Wollen wir mal schauen, was wir hier hinter haben. Naja, wollen wir eigentlich nicht, aber wir müssen... Der Ort hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Ja. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Ich hoffe nicht. Falls ja, konnte die Zenith es irgendwie nicht finden. Oh, shit. Sehen wir uns mal um. Oh, shit. Wir müssen... Also... wahrscheinlich darüber. Wie kommt Erend mit all dem zurecht? Wirklich. Naja, Gaia, Zeniths, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Das steht fest. Ich kann mir nicht helfen. Das hier sieht mal wieder zu stark nach einer Kampfarena aus. Für warum auch immer, was für ein Feind. Wir haben hier ziemlich viel. Wir haben hier sehr viele Steckluftmöglichkeiten. Auch wieder mal für meinen Geschmack zu viele. Eine Steuerkonsole. Ja. Für die Speichereinheiten. Mhm. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Gleich. Wir bekommen hier so viele Rohstoffe. Das ist schon nicht mehr normal, Freunde. Ich wette mit euch. Hier wird irgendetwas geschehen, das mir nicht gefällt. Oder gefallen möchte. Tja, es bleibt mir aber nichts anderes übrig. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. 2, 3, 7. So, jetzt bin ich gespannt. Eine Frau. Sie?
Ich meine, sie? Aloy. Das bist du. Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Mir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Fasinev. Sei vorsichtig, sie sind gnadenlos und haben jetzt Eluthia, Artemis und Apollo. Aber ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben, sonst war alles umsonst. Viel Glück und adieu. Also... Sie lebt noch. Wir müssen sie zurück... Oh Mist, sie können fliegen! Aloy! Aloy, kannst du mich hier nicht hören? Was ist los, Erend? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bring sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ich beschütze sie. Na, tolle Wurst. Ich hab's auch gewusst. Ich sollte mich vorbereiten, bevor das Phantom kommt. Ach was, solltest du das, ja? Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Du solltest vielleicht die Fliege machen, Aloy. Das würde ich mal erwarten oder verlangen. Ich will ja mal nichts sagen. Also, ist ein Phantom. Ich will nicht. Da kommt sie! Wo? Ah. Hässliches kleines Ding, was? Ich weiß doch gar nicht, was ich dagegen machen kann. Ich müsste dich mal kurz scannen, bleib mal stehen. Säure, das andere Ding habe ich ja noch nicht mal. Ich sollte das Ding scannen. Vielleicht hat es Schwachstellen. Ja, hat es ja. Das Ding ist schnell. Das Ding ist zwar schnell, aber es mag keine Säure und es hängt gerade so ziemlich bekloppt da in der Ecke. Es hängt ziemlich bekloppt in der Ecke. Die Säure wird wehtun. Oh ja, das hoffe ich. So was willst du, ha? Huh? Oh ja, kriegst du es doch. Intravenös, wenn du es gerne hättest. Alter! Ciao! Leck mich am Arsch. Alter, fast gar keinen Schaden gemacht. Hui. Okay, ich habe die Dinger da noch. Ja, ich könnte ja auch damit arbeiten, ne? Okay, es weiß aktuell nicht, wo ich bin. Auch wenn ich so ganz zaghaft der Vermutung angehe. Es wird gleich hier rüber galoppiert kommen. So. Jetzt das hier und jetzt kriegt er die nach oben drauf. Komm auf. Komm. Na komm. Da bist du ja. Ey Leute, zwischenzeitlich darfst du ruhig mal rennen. Ich will nicht sagen, dass das ein Muss ist, aber... Ja, gut so. Ui, der hat gesessen. Aber trotzdem, der hat auch nicht genug gesessen. Ich will das nicht. Mach das weg.
Mann, ich werde jetzt aber ange... Hallo? Ey, Leute, hör doch auf, alle verstehen! Alter! Okay, ich habe nicht mehr viel Maschinenmuskel, aber wir können noch ein paar Säurefeilchen machen. Pass mal auf, krieg ich es doch ein bisschen... Au! Mal wieder von hinten. Au! Alter, leck mich am Arsch. Aber scheint immer nach so einem fetten Angriff kurz stehen zu bleiben, als wenn es sich ein bisschen reparieren würde, ne? Oh ja, yeah, das war gut. Ja, schon nicht schlecht, schon nicht schlecht. Komm schon. Was machst du? Bist du bekloppt oder was? Okay, ich habe nicht mehr viel Muskeln, also Maschinenmuskel. Das muss jetzt unbedingt was werden, dass ich das Vieh platt kriege. Wie gesagt, zum Glück weiß es aktuell nicht, wo ich bin. Aber ich schätze mal, das wird sich auch gleich ändern. Was ist denn das hier drüben? Was ist das? Oh. Jetzt. Jawoll, ja. Warum denn nicht gleich so? Was ist denn das? Okay. Geht es dir gut, Aloy? Vektordüse? Ja, ich bin auf dem Weg nach oben. Bleib erstmal hier unten mit dem Klon. Aha. Okay. Ich komme nach, wenn die Luft rein ist. Ja, meinetwegen. Eine Vektordüse. Erstmal alles andere leveln. Ihr wisst ja Bescheid, ne? Looten und leveln. Aber das heißt looten und leveln. Ja. Ey, Leute, blutet dafür. Also looten und leveln. Hört sich auch ein bisschen cooler an als looten und leveln. Kann ich das auch irgendwie aufmachen? Nein. Schade. Aber ich habe gerade eben ein Phantom gelegt. Das ist schon mal ein bisschen sagenhaft. Aber ich will mich jetzt nicht zu doll dran ergötzen. Draußen wartet ja noch eins. Aber da hatten wir ja diesen Tiger-Katzi-Diggins die Kanone vom Rücken geballert. Gut, ich müsste sie nur erreichen. So. Lass mal ordentlich looten, das Teil. Jawohl, ja. Das kommt in mein Vorrat. So. Sehr schön. Wo muss ich hin? Wo ist Wahl? Da. Los jetzt, Aloy. Ehren braucht dich. Okay. Au. Alter, ich hab doch gewusst, dass hier wird eine Arena. Oh, ich bin besser als ich dachte. Trotzdem mag ich es nicht, wenn mir irgendwas so immer permanent nachsitzt und im Nacken hängt. Da kriege ich allergische Reaktionen, da kriege ich ein Kitzeln im Nacken. Mag ich überhaupt nicht. Deswegen mag ich auch Zeugen Jehovas nicht. Ich muss wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Mhm. Hoffentlich bleibt Erend in Deckung. Warte mal. Ich muss noch mal ganz kurz einen Schluck aus der Feldflasche nehmen. Prost. Ah, schon besser. So. Trockenen Hals. So. Ich glaube nicht, dass Erend ruhig bleibt. Naja, warum denn auch? Es ist immerhin Erend. Es ist eine ich komme ja schon. Was ist los, Erend? Mann? Hört sich wie Durchfall an. Das Phantom schaltet auf stur. Es hat mich festgesetzt. Halt durch. Ich bin gleich da. Beeil dich. Ja, ja. Das klingt echt gut. Ich muss zu Erend. Ja, ja, ja. Bin ja auf das Weg. Kletter du doch mal den Mount Everest in 2 Minuten 50 hoch. Aha. Erend, ich bin hier. Was zum... Sei vorsichtig. Das Ding schießt wie verrückt. Warte kurz. Mal sehen, was ich tun kann. Sobald du mich brauchst, bin ich da. Das Phantom bewegt sich nicht vom Fleck. Ich kann mich vielleicht ranschleichen, wenn ich aus der Schusslinie bleibe. Es hat eine Art Schild aktiviert. Ich muss mich hinten vorbeischleichen. Es wird ein harter Kampf, wenn ich es direkt angreife. Okay. Ich könnte sie gegen das Phantom einsetzen. Meine! Meine!
Lal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 
Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Zenith zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klon sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Aloy, gut, dass du heil zurück bist. Sie war nach dem Aufwachen in Panik und ist gestolpert. Ich dachte, ich warte besser auf dich. Ich rede mit ihr. Hallo? Du heißt Beta, oder? Mein Name ist Aloy. Was ist los? Ist es eine Verletzung? Simulacrum-Entzugserscheinung. Das verstehe ich nicht. Das Entfernen eines neurologisch integrierten Datenträgers. Das Gehirn, vor allem das Kleinhirn, geht in eine Art sensorischen Freifall. Alles Echte erscheint unecht. Entfernt. Kann man da irgendetwas tun? Hast du einen Fokus übrig? Es ist primitiv, aber ich bekomm's hin. Ja. Fahre hoch. Also, Aloy, ich glaube, du willst Informationen. Über dich und die Zeniths? Ja. Warum sind sie hier? Was wollen sie? Wie haben sie dich gekriegt? Aber lass uns am Anfang beginnen. Ich glaube, sie haben die Zerstörung ihres Schiffes vor 1000 Jahren vorgetäuscht. Das wäre übereinstimmend mit ihrem Verhalten. Sie wollen nicht, dass man ihnen folgt. Far Zenith hat also doch eine Koloniewelt geschaffen. Ja, für ein paar hundert Jahre, aber sie hat nicht überdauert. Eine Art Naturkatastrophe hat sie unbewohnbar gemacht. Okay, also sind die Nachfahren von Far Zenith von einem sterbenden Planeten geflohen. Und jetzt wollen sie die Erde für sich beanspruchen? Nicht ihre Nachfahren. Was? Nicht ihre Nachfahren. Es sind sie selbst, die die Erde vor 1000 Jahren verlassen haben. Das wusstest du nicht? Wie können sie immer noch leben? Sie sehen noch nicht mal aus, als ob... Was haben sie mit sich gemacht? Ich glaube, es ist eine Kombination aus Medikamenten, Zelltherapie und technischen Implantaten. Und du? Bedeutet das, dass... Ich bin nicht wie sie. Ich wurde auf dem Weg zur Erde geschaffen. Auf dem Schiff. Ich habe Jahre in meinem Trainingsinterface verbracht. Nur um meine Funktion wahrnehmen zu können. Zugang und Kontrolle des Terraformierungssystems. Aber wieso? Was wollen die Zeniths damit? Als ich herausfand, dass das Zero-Dawn-System in seine Einzelteile aufgelöst war, dachte ich, ich müsse es reparieren. Aber die Zeniths wollen das wohl nicht. Sie wollen die Erde komplett säubern und neu anfangen. Also wollen die Zeniths das Leben auf der Erde vernichten. Das vermuten Gaia und ich auch. Aber wieso? Warum alle töten, nur um zu erobern? Als sie mich auf Mission mitnahmen, sah ich, wie sie die Ureinwohner abschlachteten, auf die wir stießen. Sie schienen sich nicht für eine regenerierte Erde zu interessieren. Daraus schloss ich, dass sie einen kompletten Neustart des Systems wollen. Dann könnten sie es umgestalten. Ganz so, wie sie wollen. Massen aussterben für ihren eigenen Komfort? Wer denkt denn so? Ja, ohne ihren Gaia-Kern werden sie das nicht schaffen. Die Zeniths brauchten Elizabeths genetischen Fingerabdruck für Zero Dawns Einrichtungen. Also haben sie dich geschaffen. Dich trainiert. Und du hast mitgemacht? Sie sagten mir, ich wurde geboren, um mich mit Zero Dawn zu verbinden. Als wir die Erde erreichten, habe ich mir zusammengereimt, was mit Gaia und ihren Funktionen passiert sein musste. So wurde mir klar, dass es nicht meine Aufgabe war, Gaia zu reparieren. Sondern, dass sie mich erschufen, damit ich ausführte, was ihr Ausrottungssignal nicht schaffte. Die Neustadt der Erde. Zu ihrem Nutzen. Du weißt über das Ausrottungssignal Bescheid? Es war Spekulation, aber die einzige logische Folgerung, warum Gaia sich nach langem effizienten Arbeiten plötzlich selbst zerstörte. Gaia hätte eine so extreme Option nur dann gewählt, wenn sie eine Bedrohung für das Leben auf der Erde ermittelt hätte, die gefährlicher als das Einstellen ihrer Funktionen wäre. Ich hätte begreifen sollen, dass sie außerdem die Neuerschaffung von Elizabeth Sobek anordnen würde. Naja,
Überraschung. Wir haben es also mit denselben Falsinet-Leuten zu tun, die schon mal auf der Erde lebten. Was weißt du sonst noch über sie? Sie waren einige der reichsten und mächtigsten Menschen der Erde. Sie kontrollierten fast alle wichtigen Rohstoffe und Industrien. Gérard befehligt sie. Er ist es, der entschied, eine Basis zu errichten. Die anderen, Eric, Tilda, Verbena, nehmen ihm seine Macht über sie übel, aber letzten Endes tun sie immer, was er sagt. Eric, mit ihm habe ich im Hades-Testlabor gekämpft. Er mag es, Menschen weh zu tun. Ja, ich weiß. Du sagtest, dass die Zeniths eine Basis auf der Erde haben. Wo ist sie? Vor der Küste, glaube ich. Wenn ich auf Mission gehen musste, wurde ich in einer Phantomdrohne transportiert. Ich konnte draußen nichts sehen. Aber ich konnte die Zeniths einmal darüber sprechen hören. Sie wollten einen Umkreis-Energieschild errichten, um die lokale Fauna abzuschrecken. Sie haben sicher noch andere Sicherheitsmaßnahmen. Phantompatrouillen, Maschinenköder. Es muss unüberwindlich sein. Was befindet sich in der Basis? Starteinrichtungen, über die Sie zu und von Ihrem Schiff im Orbit pendeln können. Und Infrastruktur, um Materialien zu sammeln und alles herstellen zu können. Sind da mehr Zeniths, als du getroffen hast? Ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Mir hat man nur gesagt, dass sie Sirius wegen einer Naturkatastrophe verlassen mussten. Ich vermutete, es war ein extrasolares Objekt oder ein katastrophales Erdbeben. Oder es war vielleicht auch ein außergewöhnlich starker Sonnensturm auf Sirius A. Die Zeniths haben dir nie Einzelheiten genannt. Sie sagten, das einzig Wichtige war, dass sie überlebt haben. Zuerst die Erde vor 1000 Jahren und dann Sirius. Und das Altern scheinen sie auch zu überleben. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen, hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als die Zeniths Eleuthias Position in der biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eleuthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei und wurde von den Rebellen getötet, außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Als es an der Zeit war, den Sender der Zeniths zu benutzen, um Eleuthia zurück zur Basis zu schicken, habe ich eine verschlüsselte Nachricht übermittelt. Ich habe Verbena so lange abgelenkt, dass ich mich in der Ektogenesekammer einschließen und die Protokolle der Station so ändern konnte, als ob es nur 236 Behälter gäbe. Und der Gaia-Systemkern? Ich behauptete, dass ich Eleuthia schneller fassen könnte, wenn ich ihn dabei hätte, und sie glaubten mir. Gut gemacht. Du sagtest, du wurdest auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenesekammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elizabeths DNA benutzt haben. Elizabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite, das muss frustrierend sein. In Ordnung. Ich glaube, das reicht erst mal.
Willst du nach oben kommen? Oder also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauche immer noch 2 weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht mal, wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen mein Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist zu weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles und jeder wird sterben. Hey, ganz ruhig. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich habe bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay, ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm, aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Ich komme später wieder und spreche mit ihr. Vielleicht kann ich was rausfinden.